keine einfache Aufgabe für die Berliner. Der Tabellenführer vom Tennisclub Blau-Weiß Aachen gastiert beim TC 1899 Blau-Weiß in der zweiten Bundesliga Nord. Die Mannschaft von René Heidbrink muss eine 3:6 Niederlage hinnehmen, hat aber durchaus gezeigt, dass sie gegen die Aachener mithalten können. Wir haben 3 Punkte geholt, einige überraschende Einzelpunkte gezeigt, gewonnen und gutes Tennis hier gezeigt. Und damit bin ich eigentlich sehr zufrieden, dass wir hier mit 3:6 in Anführungsstrichen zwar verlieren, aber damit auch ganz gut uns auf der Fähre gezogen haben. Aber nochmal von vorne. Die Aachener haben diese Saison noch keinen Spieltag verloren. Und dennoch sind es die Gastgeber, die heute den besseren Start erwischen. Erst der Comeback-Erfolg von Patrick Rickel. Denn nach verlorenem ersten Satz gewinnt er im Match-Tiebreak gegen Gauthier Onclon aus Belgien. Und dann sichert Philipp Pavlenko dem Team den zweiten Matchpunkt mit einem eindeutigen Zweisatzsieg über den Italiener Matteo Donati. Wir wussten, wir konnten frei aufspielen und das habe ich mir auch vorgenommen, dass ich locker ins Match gehe, aber trotzdem fokussiert spiele. Und das konnte ich das ganze Match über gut machen, deswegen lief es heute sehr gut für mich. Der Tabellenführer zumindest für einen kurzen Moment überrumpelt, doch zeigt in den restlichen 4 Einzeln seine Aufstiegsambitionen. Sowohl Tscheche Václav Safranek als auch Lamin da Silva und Jan Kirchhoff müssen sich gegen starke Aachener geschlagen geben. Jonas Hartenstein schafft es gegen Argentinier Santiago Rodriguez Taverna zwar noch in den Tiebreak, bevor es dann doch nach 2 hart umkämpften Sätzen heißt: Spielsatz und Sieg Aachen. Diese Leute, das sind professionelle Tennisspieler, so wo wir auch alle hinwollen. Und die machen das einfach nochmal einen Ticken besser, einen Ticken konstanter, spielen den Ball einfach in engen Situationen einfach nochmal besser rein und mit einer besseren Länge. Aber ist trotzdem schön, mit der Truppe zu spielen. Nach 2:4 in den Einzeln fällt die Entscheidung also im Doppel. Noch ist alles offen. Der Sieg des tschechischen Doppels Safranek-Rickel beschert den Berlinern erstmal den nächsten Matchpunkt. Doch mit dem Sieg der Belgier Gauthier Onclon und Yannick Reuter über Lamin da Silva und Jan Kirchhoff geht der Spieltag dann doch an den favorisierten Tabellenführer aus Aachen. Hier noch einmal alle Ergebnisse im Überblick. Ich fand, wir haben uns heute gut verkauft und haben 3 Punkte mitgenommen und können relativ zufrieden nach Hause gehen. Bereits am Freitag geht es für das Team von René Heidbrink gegen das Tabellenschlusslicht aus Bremen weiter. Am Sonntag ist der Tabellensiebte aus Ohlix bei Solingen zu Gast. Ein entscheidendes Wochenende also für den TC 1899 Blau-Weiß. Also gegen Bremen schätzen wir schon, dass wir gute Chancen haben. Und das müssen wir auch gewinnen, um die Klasse zu halten. Und gegen Ohlix versuchen wir es auch. Und ja, wir geben unser Bestes und hoffen, dass wir dann die Klasse halten am Ende. Das ausgemachte Ziel in dieser Saison. Gegen die Aachener haben die Berliner aber bereits gezeigt, was in ihnen steckt. Bringen sie diese Performance auch am kommenden Wochenende auf den Platz, kann das ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt sein.